Hi Leute, es geht wieder weiter mit einer neuen Folge zu Let's Play Warhammer Dark Omen. In der letzten Folge haben wir, wie hier unten zu lesen ist, Graf Karstein vernichtet und seine Pläne zum Scheitern gebracht. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Graf Karstein vernichtet. Mission erfüllt. Ich hätte es nicht besser machen können, wenn ich selber den Befehl gehabt hätte. Ein großes Lob von dir. Lasst uns jetzt nach Altdorf zurückkehren und dem Imperator unseren Erfolg melden. Die Artillerie wurde für den Rückmarsch nach Altdorf mobilisiert. Fertig zum Abmarsch morgen? Fertig. Ja. Gut, dann marschieren wir. Ich freue mich, dich lebend und gesund wieder in Altdorf zu sehen, Hauptmann. Und du, Hexenjäger, bringst mir sicherlich Informationen. In der Tat, Mylord. Das Juwel von Morsleep erwies sich als Fragment eines Warpsteins. Es wurde von Graf Karsteins Schergen geschürft. Ich bin mir aber noch nicht im Klaren, wofür. Aber ich, während Hauptmann Bernhard sich auf seinem abenteuerlichen Ausflug befand, stellte ich mich wiederum dem Schrecken des lieber Mortis. Zu meinem Bedauern wurde die neu reparierte Tür der Siegelkammer erneut herausgeschleudert, als eine gierige Chimäre aus dem Zauberbuch entkam und ihre faule Seelenessenz in die sterbliche Welt blies. Aber Unfälle geschehen nun einmal, wenn man sich mit der Welt des Okkulten befasst. Berufsrisiko. Nach einem verzweifelten Kampf mit einem nur aus Fingern bestehenden Monster entdeckte ich schließlich Hinweise zum Juwel und den Dread King. Das Juwel sollte die Macht des Dread King vergrößern und seine Stärke mehren. Und die Stärke des Dread King ist das Grauen selbst. Eine Aura des Grauens umgibt ihn, die seine Diener zu angsterfülltem Gehorsam veranlasst und seinen Feinden die Nerven raubt. Es ist jetzt offensichtlich, dass Graf Karstein ein Erzdiener des Dread King war. Ich weiß nichts über den Dread King, aber was Graf Karstein angeht, so wurde er vernichtet und mit ihm seine Pläne für das Juwel. Dann ist ein Unglück abgewendet worden. Wenn das Juwel in die Hände des Dread King geraten wäre, hätte er gewaltige Macht. Was ist mit meiner Cousine, der Countess? Ich habe sie gesund und wohlbehalten zurückgebracht. Auf der Rückreise sagte sie mir, dass Karstein sie zu seiner Vampirbraut machen wollte. Wir trafen gerade noch rechtzeitig ein, um sie aus den Klauen des Grafen zu befreien. Ich stehe in deiner ganz besonderen Schuld, Hauptmann. Und diese werde ich nicht vergessen. Zwei Gegenstände müssen noch gefunden und untersucht werden. Die Hand von Nagash und der Schwarze Gral. Hauptmann, ich glaube, es ist angebracht, zunächst nach der Hand von Nagash zu suchen. Ist etwas über diese Hand bekannt? Ich kann euch nur so viel sagen, dass sie schreckliche Macht ausstrahlt und wahrscheinlich im Gebiet von Kislev zu finden ist. Kislev? Das Gebiet ist eine Brutstätte für Ketzer. Ein Mann wie Bernhard könnte ohne weiteres durch die blasphemischen Lehren dieses Reiches irregeführt werden. Wir können ihn nicht allein dorthin reisen lassen. Ich werde ihn auf dem Wege begleiten und ihn von meiner Weisheit profitieren lassen. Ich hasse den Typen. Gebe dich nicht auf meine Kosten hervor. Ich würde vorschlagen, dass du über Talapheim nach Kislev reist. Die Leute von Talapheim brauchen dringend Hilfe. Viel Glück, Hauptmann. Auf Wiedersehen, mein Lord. Naja. Die labern, die Leute. Als ob sie ewig Zeit hätten. Ja, und es geht morgen weiter. Ein Oger möchte mit dir sprechen. Er behauptet, Hallo, Oger. Wichtige Informationen zu besitzen. Dann hören wir ihn uns an. Mein Name ist Urblatt Rotgut. Deine Stimme passt nicht zu einem Oger. Bei den Ogern ist dies ein ehrenhafter Name, mein Name. Und meinem Wort kann man vertrauen, kann man. Wenn du nach Tal Abheim willst, der Weg dahin ist überschwemmt. Ich kann dir einen anderen Weg zur Stadt zeigen. Aber auf dem
musst du dich durchkämpfen. Schwer zu glauben. Ich habe nichts von einer Überschwemmung gehört. Halt's Maul, Hexenjäger. Außerdem sind alle Oger Teufelsbrot. Wenn das, was Urblatt sagt, stimmt, erspart er uns wertvolle Zeit. Aber ich weiß nicht. Ich habe nie einem Oger getraut. Ich vertraue eh fast keinem, aber ich versuche für Neues offen zu sein. Wir werden mit Urblatt gehen und sehen, was geschieht. Jetzt habt ihr einen Oger an eurer Seite. Euren Feinden wird echt das Herz klopfen, das werdet ihr sehen. Ja, wir werden sehen. Sehr überzeugt war er nicht, der Bernhard. Aber toleranter Mensch, nehmen wir halt den Oger mit, ja. Grün heute vor uns. Ich hatte es ja gesagt, dass wir kämpfen werden müssen, oder nicht? Das ist Torheit! Zeitverschwenderische Narretei! Dafür mache ich dich persönlich verantwortlich, Bernhard! Dann setz dich hin und schreib einen Bericht darüber, während alle anderen kämpfen. Wir greifen an. Jetzt! Ja. Ich würde diesen Hexenjäger nur zu gerne mal als Einheit so bei mir aufstellen können. Wisst ihr, wo ich den hinstellen würde? Weit, weit noch vor. Ja, Kanonenfutter. Der gute Freund. Kanonenfutter. Ja, mal schauen. Jetzt kommen die Maps, an die ich mich absolut nicht mehr erinnern kann. Ich muss mal kurz selbst einen Überblick verschaffen. Okay, also wir brauchen uns mal nahkämpfermäßig da von der rechten Seite nicht allzu gut schützen, weil alle Truppen hier den Fluss überqueren müssen, so wie es aussieht. Und von vorne Bogenschützen von links müssen wir aufpassen. Aus dem Wald könnte auch was rauskommen. Ich werde auf jeden Fall meine Einheiten nach hinten ziehen. Das auf alle Fälle. Die Kanone und den Mörser zusammenstellen und mal schauen. Wir können die Bogenschützen mit der Kanone erreichen. Das ist gut. Kann der Mörser die auch erreichen? Ja, das ist noch besser. Ich möchte aber nicht so weit hier an den Rand stellen, an den rechten. Das Problem ist nämlich, wenn hier einfach über dem Fluss, also auf der anderen Seite, Bogenschützenstellung gehen, dann haben wir ein Problem, weil ich kann mit denen ja nicht mehr weglaufen. Einmal platziert, stehen die auch an dem Punkt. So, oh. Na, einmal in die richtige Richtung gedreht. Die sind eigentlich eine größere unmittelbare Gefahr. Ich drehe jetzt mal in jede Richtung. Okay. So, was machen wir gegen die? Das heißt, doch ein bisschen weiter nach rechts. Damit die hier nicht sofort in Reichweite stehen. Meine Kavallerie dann hier rüber. Und hierhin die Armbrustschützen. Genau. Die können wir auch weiter noch vorstellen. Weil sie ja durch das Schild geschützt sind. Mal schauen, was wir als Zauberer für Spells haben. Sehr gute, extrem gute. Den kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Flammenflügel, also teleportieren, der Flammensturm, der Flammenschädel, das ist wirklich einer meiner Lieblingszauber. Und sobald es möglich ist, werde ich die hier, Bogenschützen, mit einem Spruch belegen, damit die nicht auf uns feuern können, weil auch wenn wir geschützt sind, ist es trotzdem nicht notwendig, dass wir da beschossen werden die ganze Zeit. So, ihr sichert uns da noch hinten ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von rechts noch Einheiten kommen werden, deswegen drehe ich jetzt einfach einmal meine Kavallerie so rüber und ich überlege gerade, wie ich die am besten aufstelle. Ich glaube so, damit ich im Notfall meine Kanone schnell nach rechts drehen kann, ohne in meine Kavallerie zu feuern. Das möchte ich natürlich nicht. So, ihr geht es noch ein Stück nach vor, damit wir da hinten noch die Infanterie hinbekommen, die dann durchstürmt, wenn hier was schief gehen sollte, wenn uns Einheiten zu nahe kommen und die Flagellanten noch auf dieser Seite.
Leute. Wie machen wir das am besten? Ihr seht schon, ich stelle meine Einheiten relativ eng auf. Das hat aber einen guten Grund. Ich möchte einfach so eng stehen, weil ich erstens mal alles im Blick habe und zweitens weiß ich nicht, von welcher Seite die Einheit kommen, die gegnerischen Einheiten kommen. Deswegen möchte ich mich so ein bisschen einigeln. So. Okay, wir haben nur einen Zauberpunkt bekommen. Hallo? Feuer? Jawohl, Sir. So, auf wen feuert ihr? Auf die Bogenschütze. Ja. Okay. Das passt soweit. Warum ist da der Feuerbefehl nicht mehr drin? Der sollte eigentlich noch drin sein. So, jetzt bekommen wir gleich den zweiten Zauberpunkt, hoffentlich. Ja. Wir werden beschossen! Ja. So. Damit stehen die mal. Was haben wir denn hier? Haltet die Augen offen, Männer. Der Wald ist voller Goblins. Nachtgoblins. Okay. Feind gesichtet. Da, von hinter uns. Jawohl, Sir. Hier zieht es doch noch vor. Feind gesichtet. So, und die werden wir da gleich mal mit aller Macht. Jawohl, Sir. Feind gesichtet. Yes. Vorwärts. Halt. Und genau deswegen liebe ich diesen Flammenschädel. Der ist einfach so mächtig, das ist ein Wahnsinn. Und wie ich vermutet habe, gehen auf der rechten Seite Ziel zugewiesen. Bogenschützenstellung, die sogar unsere Kavallerie erreichen. Wir werden beschossen. So, was haben wir hier? Da kommt noch mehr Flammenschädel zum Einsatz. Feuer! Jawohl, Sir. Nein. Verdammt. Was war denn das? Verdammt. Vorwärts. Das ist nicht gut. Feind gesichtet. Feind gesichtet. In den Kampf. Angriff. Ja. Hier wird's gleich mal festgehalten. Oh, was kommt da oben? Jawohl, Sir. Auch wieder Einheiten. Ziel zugewiesen. Ah, ihr könnt eigentlich die hier schießen. Verdammt, wo ist das? Ah. Auf geht's. Yes, die flüchten. Sehr gut. Das hätte man nicht erwartet. Verdammt, das regt mir jetzt auf. Was? Oh! Ja, Leute, Ogas, hallo? Vorwärts! Ich darf euch hier gar nicht zu weit noch vorlassen. Hier krepiert's mir ja wieder da. Sammeln! Das war ziemlich ein Verhau. Gut, dass wir so viel Kohle haben. Epic Fail. Kann's ja doch nicht sein. Vorwärts! Ja, stopp da. Halt! Ziel zugewiesen. Aber zumindest sind nicht alle vernichtet, also das ist ja was. Feuer! Ja, Milord. Aber das könnte mir jetzt nur Stunden aufregen, glaube ich. Feuer! Das war was saudämlich von mir. Ganz ehrlich. Feind gesichtet. Wo denn? Wieder mal hinter uns. Ja, hier. So Ziel feuern zugewiesen. Und so. Jawohl, Sir. So. Und ein Flammenschädel. Und noch einen Flammenschädel. Ja, Milord. Halt! Hätte man nicht gedacht, dass die nur mal zurückkommen. Gut. Jetzt haben wir alle sichtbaren Einheiten in die Flucht geschlagen. Feind gesichtet. Oh.
Leute? Hallo? Was geht denn? In den Kampf! Angriff! In den Kampf! Was geht eigentlich? Zum Angriff! Einfach so in mir gespawnt? Ist klar, ja? Ist klar. Na gut. Ja, da die wirbeln durch die Gegner. So, Feind gesichtet. Der ist da ganz drüben Ziel gespawnt. Das ist eigentlich schon sein Todesurteil. Weil da haben wir natürlich ewig Zeit, den zu beschießen. Und auch wenn wir jetzt einige Schüsse daneben ballern, macht eigentlich überhaupt nichts. Yeah. Ups. Nee. Verdammt! Feuer! Was mache ich denn? Unkoordiniertes Gebrabbel da von mir. So, die sind da. Sehr schön. Eine teure Schlacht. Leute, ich sag's euch, eine teure Schlacht. So. Jawohl, Sir. Ja, Milord. Wir laufen wieder in die Mitte. Ja, die feuern jetzt auch. Das ist okay. Ich muss jetzt herausfinden, wo die Belagerungswaffe gestanden hat. Oder wo die steht. Und vor allem weiß ich ja nicht, ob vielleicht ein Schamane noch irgendwo auf der Map herumgeistert. Feuer! Wir waren siegreich. Nein, tut es nicht. Ja, aber das heißt, ich habe in meine eigenen Einheiten geschossen. What? Der Uber-Fail. Verdammt. Dafür musste er jetzt noch sterben. Hallo? Stirb. Ja. Nee. Jetzt. Oh mein Gott. Ich hab meine eigenen Reiter vernichtet. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Shit happens. Auf jeden Fall haben wir den Auftrag. Den Einsatz erfolgreich beendet. Ich schaue nur kurz hier ganz hysterisch über die Map, ob noch irgendwo Gebäude sind, die wir zerstören können oder irgendwas Verdächtiges sich hier befindet. Aber es schaut nicht so aus und deswegen beenden wir den Einsatz. Berittene feindliche Regimenter sollten sie mit ihrer eigenen Kavallerie angreifen, damit sie nicht im Nachteil sind. Ach, da ist man im Nachteil? Okay. Habe ich nicht gewusst, aber wie gesagt, ich kenne die Tabletop-Regeln nicht. Die Bedrohung durch die Grünhäute wurde zurückgeschlagen. Ja, hat uns aber eh einiges gekostet. Oh mein Gott. Naja, okay. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Was haben wir denn hier? Die Söldner-Oger sind ein temporäres Regiment. Na dann. Ja, doch. Warum nicht? Bevor es auf keinem ist, das Item, haben wir es lieber auf dem temporären Regiment. Okay, und ich muss unbedingt meine Flagge landen und meine Infanterie häufiger in den Kampf schicken. Ihr seht da die Totenköpfe, die stellen den Bedrohungsgrad dar. Und ja. Der sollte eigentlich noch steigen. 4 ist der höchste Bedrohungsgrad. Und das ist schon relativ viel, sage ich jetzt mal. Und ja. Achso, nee. Wir können ja noch die Oger in der Beschreibung anschauen. Die möchte ich euch natürlich zeigen. Mit einem tollen, mit einer tollen Zeichnung. Diese massiven Geschöpfe sind 2-mal so groß wie ein Mensch und viel stärker gebaut. Sie sind zwar nicht sonderlich intelligent, dafür aber stark, zäh und kämpfen verbissen. Sie sind dafür bekannt, für jeden zu kämpfen, wenn er nur gut zahlt. Durch ihre Größe und ihr bedrohliches Aussehen verbreiten Oger Angst und Schrecken. Und das Angst und Schrecken verbreiten ist jetzt nicht nur so eine Floskel, die da herumgeworfen wird, sondern es gibt wirklich Einheiten, die Furcht verbreiten. Also wenn die gegen gegnerische Einheiten kämpfen, dann ist der Gegner, hat der Gegner höhere Wahrscheinlichkeit zu fliehen. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Ja.
genug der Belehrungen und Erklärungen für diese Folge. Ich mache hier Ende und sage wieder mal Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder, wenn es heißt Let's Play Warhammer Dark Omen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.